letzten Teil unserer Alpentour sind wir mit dem Stilfserjoch und dem Gavia-Pass zwei richtige Blockbuster gefahren, welche mich wirklich sehr beeindruckt haben. Landschaftlich wie fahrerisch ließen diese beiden Pässe kaum Wünsche offen und haben uns perfekt auf den heutigen, für uns dritten Fahrtag eingestimmt. Unser nächster Pass wird der Passo Tonale werden. Aber zuvor werden wir erstmal einen Tankstopp in Ponte di Legno einlegen und unseren Motorrädern und uns etwas Treibstoff spendieren. Viel Spaß bei diesem Video. So, jetzt müssen wir erstmal den Tank wieder füllen, bevor es dann den Passo Tonale hochgeht. Das ist unser nächster Pass. Aber erstmal haben die Motorräder etwas Durst. In Italien kostet der Sprit nur 2 Euro. Wir haben teilweise für 2,35 Euro auch getankt. Also, ja. Aber Deutschland ist mit Abstand am günstigsten, muss man ganz klar sagen. So, wenn ich hier die Motorräder bekomme, was zu futtern. Wir haben uns hier auch was Leckeres geholt. So, wir sind gestärkt, die Mopeds sind voll und es geht weiter auf den nächsten Pass. Sonne scheint, es ist richtig warm geworden jetzt. Fast schon zu warm, aber oben in der Bergluft wird es sich wieder gut anfühlen. Passo Tonale, ich glaube, die sind schon oben jetzt hier. Ist ein bisschen kurzer, knackig, schneller Pass. Ja, kann man mitmachen, nichts Spezielles jetzt. Auf jeden Fall scheint halt der Wintersport groß geschrieben werden. Hier sind Lifte ohne Ende. Ist eher was zum Skifahren hier oder Snowboarden. Der Scheitel des Tonale Pass liegt bei 1882 Metern und an der Grenze zwischen Trentino und der Lombardei. Fahrerisch ist dieser Pass aber eher weniger spektakulär. Links von uns seht ihr gleich die Gedenkstätte mit Beinhaus, welche für die gefallenen italienischen Soldaten im Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Es geht über gut ausgebaute Straßen, welche sich durch mehrere Galerien dem Hang entlang schlängeln, einige Kilometer nach Osten entspannt weiter.
Solche Straßen fahre ich total gerne. Unendlich viele Kurven bei einem herrlichen Klima in dieser wunderschönen Gegend und einem ständigen Blick auf die beeindruckenden Bergketten des Adamello-Brenta Naturparks. Also man sieht ja immer wieder Leute, die hier mit kurzen Hosen und Turnschuhe rumfahren. Ich kann es halt echt nicht verstehen. Es ist jetzt auch nicht so warm, als dass man es nicht aushalten könnte, mit vernünftiger Schutzkleidung hier rumzufahren. Also ich weiß nicht, was manche da so denken. Wir sind am nächsten Pass angekommen. Fängt schon mal gut an. Schöner Asphalt, schöne breite Straße, ein bisschen schneller. Noch 13 Minuten bis, noch 13 Kilometer bis zur Passhöhe. Auch sehr schöner Pass, war mal ganz anders. Schnelle Kurven insgesamt, echt schnelles, zügiges Fahren. Weitestgehend guter Asphalt, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, eine schöne Abwechslung zu den engen Pässen, die wir jetzt vorher schon hatten. Hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Der Namensgeber des Campo Carlo Magno Passes ist kein geringerer als Karl der Große. Jener deutschstämmige Herrscher, der die im Jahre 800 schon existierende Gebirgsstraße auf seinem Weg zur Krönung in Rom genutzt haben soll. Die gut ausgebaute Straße verbindet das Städtchen Di Maro im Val di Sole mit Pinzolo im Val Rendena, von wo aus es dann weitergeht nach Madonna di Campiglia, welches ein beliebter Urlaubsort der Kaiserin Sissi war. Ist halt schon echt schick hier auf jeden Fall. Guckt euch mal an, wie viel Schnee da oben noch liegt. Seht ihr das? Richtige Massen. Und hier unten sind gefühlt 30 Grad gleich. Nee, nicht wirklich. 25 vielleicht. Guck mal, hier ist ein schicker Fiat 1500 vor uns. Der klingt auch richtig gut. Und da sind ganze drei Fiat 500 drin. Das war noch ein Auto. Wir verlassen jetzt gleich diese doch etwas triste Straße und widmen uns einem kleinen, holprigen Pass, welcher uns über den Berg links von uns führt. So, eine Abwechslung wird ja hier groß geschrieben. Wir sind jetzt wieder auf irgendeiner kleinen Nebenstraße gelandet hier. Wurde mir auch als Pass angezeigt. Ist bestimmt auch sowas. Aber eben wieder einer der etwas anderen Art. Aber es ist okay. Wir hatten ja gerade einen schnellen und jetzt fahren wir wieder was Kleineres. Dafür fährt hier sicherlich kein Mensch lang. Und wir sind die Einzigen. They look to the sky and stop and stare. I feel the earth shake, but I'm prepared. I know I'm ready, carry that weight that's heavy. Strong for the fight so steady. One against many, more than a billy. Wipe that braille so the whole world feel me. I will gladly give all that it takes till the gas is all gone in the tank. Ain't no stopping, I'm not gonna break. Matter of fact, I'm just picking up pace. This is what I was made to do. The end is near, I'ma see it through. They all look to me, ain't got no choice but to succeed. I can feel it, I'm ready. I'm unstoppable, hard work, all day. Go hard, always, won't quit, no way. Unstoppable, game on, too tough, all in. Fired up, watch me, rise up. I'm unstoppable. I'm watching it rain. I'm something different, man, I'm not the same. Picture the greatness, it's all in my frame. DNA on another level, can't stop when I'm in the zone. I think somebody might have cut the brakes. All I know is that I'm on the go. Can't stop what I'm destined for. No how, no way. Hit the stage, I'ma take the floor. You can see it in my face. This here is real, this here is life. My fame on my back, my focus is right. My mind it is strong, I run to the fight. My aim it is strong, my target in sight. This is what I was made to do. The end is near, I'ma see it through. Y'all look to me.
choice but to succeed. I can feel it. I know I'm ready. I'm unstoppable. Hard work all day. Go hard, always. Won't quit, no way. Ich bin mir bewusst, dass solche kleineren Pässe mit zudem noch verhältnismäßig schlechtem Belag ziemlich polarisierend sind und somit von vielen eher gemieden werden. Ich persönlich mag sowas aber total gerne für zwischendurch. Zum einen ist es recht anspruchsvoll, solche, nennen wir es Wege, flüssig zu fahren, zumal auch die Lichtverhältnisse mit der Sonne und den harten dunklen Schatten das Ganze noch erschweren. Zum anderen ist man hier in aller Regel allein, was für mich immer einen zusätzlichen Reiz ausmacht. Ich habe in letzter Zeit auch immer öfters darüber nachgedacht, noch mehr Offroad in den Alpen zu fahren. Natürlich dann mit einem anderen Motorrad, denn das erschließt einem noch einmal ganz andere Höhen und abgelegene Naturschauspiele. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob sowas für euch etwas wäre oder ob ihr lieber nur auf Babypo glattem Asphalt eure Runden dreht. Kühl jetzt hier in dem Wald, und ich mag ja solche kleinen, versteckten, auch nicht ganz so gepflegten Pässe. Ich mag das ja total mal so zwischendrin. Passo Daone, 1300 Meter hoch. Jo, war mal was anderes. So, und das ist die andere Seite von dem Pass. Da ist doch die Straße schon direkt ein bisschen schöner. Aber auch wieder klein, verwinkelt. Und wir sind immer noch auf dem Pass, der vorhin so
echt schräg hochging, also dieser schmale mit der schlechten Fahrbahn, aber die Seite hier ist richtig gut. Ging jetzt durch so ein paar kleine Ortschaften da oben durch. Aber hier ist eine sehr gut ausgebaute Straße, wo man natürlich fast alleine fährt. Let me be your shelter when the rain starts falling. Let me be your shelter when the cold winds blow. Let me be your shelter when the night comes a calling. Let me be your shelter from the storm. When the waves are breaking and the ground is shaking, you don't know which way to turn. Baby, I'll be there for you. Baby, stop and stare for you. Watch and wait till the night is gone. Every ship in the night needs a harbor. As we wait for a brighter day. Let me be your shelter when the rain starts falling. Let me be your shelter when the let me be your shelter when the night comes a calling. Let me be your shelter from the storm. Also Leute, was ist das denn bitte für eine mega geile Straße? Die haben ja einfach so mit reingeklatscht in die Route. Die Routenplanung heute war wirklich so nach dem Frühstück mal kurz 5 Minuten aufs Bett gehockt und einfach ein paar Sachen reingepackt, wo ich dachte, das ist geil. Und guckt euch diese Straße an, es ist da ein absoluter Traum. Und hier das erste Motorrad hier, was uns entgegenkommt, alles leer. So geile Kurven. Top Asphalt, oh mega. Und an dieser felszerklüfteten Wand hier lang, oh, das ist einfach herrlich. Mega cool. Eigentlich müsste man mehr nach rechts gucken hier, das sieht auch voll schön aus, aber sich auf die Straße konzentrieren. Richtig cooles Ding, ey. Boah, hier ist irgendein schöner See. Hier, guckt euch das an. Das sieht doch mega cool schon wieder aus. Und diese Strecke jetzt,
die wir eben gefahren sind. Also das war wirklich eine richtig geile Strecke. Mit diesen wunderschönen Bildern vom Lago di Molveno endet der vierte Teil unserer Alpentour. Für uns ist der Fahrtag allerdings noch lange nicht zu Ende. Im nächsten Teil geht es weiter westlich bis tief in die Dolomiten, wo noch einige richtig beeindruckende Pässe auf uns warten. Vergesst nicht den Daumen nach oben und über einen Kommentar freue ich mich auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video.